So. So, herzlich willkommen mitten im Heischlachten hier auf meinem Kanal zur nächsten Folge Raft. Wir sind gerade dabei, unseren lieben Hugo oder Bruno oder wie er auch immer heißt, einmal zu töten, damit wir in Ruhe die Funkstation erforschen können und er uns dabei nicht zwischenfunkt. Ich meine, er wird vermutlich eh zurückkommen, bevor wir fertig sind. So, da ist er tot. Dann können wir loslegen, einmal auftauchen. So, einmal so rüber rennen. Dann das mal anziehen hier. Wunderbar. Die Rübe habe ich immer noch. Egal. So, wir müssen nämlich hier unten einmal rein. Da gibt es, glaube ich, eine Kiste oder sowas. Wenn ich mich noch recht erinnere. Wo war sie hier drin? Hier gibt es zumindest mal Schrott. Okay, es gibt keine Kiste. Es gibt nur jede Menge Schrott. Doch, hier ist eine Kiste. Wo geht's wieder raus? Hallo? Oscar? Ja. Das war's, glaube ich, hier unten schon, wenn ich mich recht erinnere. Wir holen einmal Luft. Geh nochmal kurz runter, da gibt es noch dieses zweite Deck, wo es nur so leicht überschwemmt ist. Ich glaube, das war's. Hier ist das. December 12th. We stopped for the night. Owl climbed the tower. Radio still works, apparently. Should be 2 weeks before we reach Celine, but the team's not responding. You might say things are a bit tense. The other facilities are underwater, so if Celine is lost, we've got nothing. And now Sparrow's not talking to either of us. I really hope we're not the last hope for humanity. Okay, das ist neu. Das gab's bei meinem letzten Update nicht. Ich meine, ich habe es bei den anderen schon gesehen, nur allerdings habe ich oft ohne Ton zugeguckt, deswegen war mir nicht bewusst, dass hier englische Sprachausgabe ist. Deutsche Untertitel, englische Sprachausgabe, okay, kann man mit leben, so viel Englisch verstehe ich. Allerdings muss ich gestehen, ich habe nicht aktiv zugehört. Und den Untertitel habe ich auch nicht gelesen, denn wir waren ja gerade unter Wasser, das kann man natürlich anders machen. Bruce hieß er, genau, Bruce war's. Ja gut, sei es drum. Kann man ja jederzeit nachlesen. Wir nehmen mal alles mit. Schrott wissen wir ja, haben wir ein bisschen noch Mangel. Deswegen einfach alles rein, was es hier gibt. Was haben wir denn auch? Wir haben einen neuen, ein Silber Smoothie. Okay, ohne es jetzt genau zu wissen, ich vermute mal, das hat was mit der Silberalge zu tun. So, Moment, hier waren wir drin, genau. Oder? Waren wir hier drin? Nein, hier waren wir nicht drin. January. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Celine got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Man, die komischen Hammenspitz. Oder redet er wirklich von seiner Freundin? So, hier oben gab es, glaube ich, nur die Kiste, gell? Ja. Und wieder runter. Da ist er schon wieder da. Der liebe Hai. So, mein ziemlich unfertiges Boot. Aber uns geht gerade ein bisschen das Holz aus, mal wieder. So, dann lasst uns mal schauen, was es noch Nettes gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche neuen Dinge hier. Ah, der Bauplan für die Stundenlampe. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Hinweis. Owl's radio notes. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance.
Tangaroa City? 14th of February. Sparrows come. That's a lean. 6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child. 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Okay, eins davon kenne ich nicht, das letzte. Moment, lasst uns das nochmal kurz. Raft of Löser. Okay, ja, die deutsche Übersetzung ist natürlich manchmal schwierig. Varuna Point und Utopia. Ja gut, Utopia kenne ich natürlich nicht. Varuna Point auch nicht. Spatz. Okay, Sparrow. Sparrow hört sich natürlich schon wieder anders an wie Spatz. Ja, manchmal ist das englische Original dann doch besser wie die deutsche Übersetzung, zumindest wenn man es so wie hier nahezu wörtlich übersetzt. So, einmal hier rüber balancieren. Müssen wir, glaube ich, hier rüber hüpfen, genau. Wunderbar, das hat auf dem ersten Versuch geklappt, ich bin begeistert. Ja, auch wunderbar, ja super. So, nächster Hinweis. February. We've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yet. The reactor at Celine might be the only chance we have against this endless ocean. You knew it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Celine. I hope you finish the reactor. For all of us. Okay, welcher Reaktor? Ich weiß nicht, ob diese ganzen Texte schon da waren. Moment, hier müssen wir hoch. Ein Reaktor, der dann die Welt wieder entwässert. Oder wie darf man das verstehen? So, jetzt sind wir gleich ganz oben. Was ist denn das? Da sitzt jemand. Okay, das ist neu für mich. Hallo? Voilà. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. Mainly due to the world sinking. Awesome. Let's head out. Neuer spielbarer Charakter, Tala. Okay, die verschwindet. Die wird weggebeamt. Ich mit Tala? Hey, a friendly face. Ach so, okay, das beginnt von vorne. Okay. So, Boblan, ein Recycler. Okay, den gibt's hier. Hinweise aufnehmen. Ein Feuerlöscher. Auch geprüft. Let's head out. Mal da hoch. Ist nicht so oben. Hier, wir haben noch einen Hinweis aufgenommen. Der wurde jetzt nicht vorgelesen. 6562, das ist dann die Wassergatan, hieß sie nicht Wassergrande? Ach, sie hieß Wassergrande. Das haben wir. Das haben wir auch, das haben wir auch. Okay, habe ich doch alles schon? Gut, dann habe ich Durst, sehe ich gerade. Okay, welchen Hinweis habe ich gerade aufgenommen? Ach, das waren die, Das waren die neuen Koordinaten, die ich aufgenommen habe. 6562. Ja, ja, stimmt, stimmt. Okay, ich glaube, wir haben alles. Irgendwas noch vergessen. Okay, ich könnte das hier nochmal starten. Das machen wir natürlich nicht.
Notiz haben wir hier jetzt auch alles aufgenommen. Der Recycler. Damit kann ich jetzt diese Müllwürfel, glaube ich, machen, die ich dann wiederum eintauschen kann. So, hier unten liegt meistens nur ein bisschen Schrott. Eigentlich können wir hier so einen Diver hinlegen. Wo ist der Hai? Ich glaube, auf dem Ding ist nichts mehr. Und wir nehmen uns einen Speer in die Hand und machen den Körper von hier oben. Körper. Warum sage ich Körper? Das heißt nicht Körper. Ich bin doch kein Berliner. Und dann springen. Da ist der Hai. Kommt der rüber? Das scheint mich hierher nicht zu verfolgen. Gut, hier gibt es ein bisschen Schrott, ein paar Steine. Den Schrott könnte ich vielleicht mitnehmen. Den brauche ich noch, aber alles andere. Ja, so viel zum Thema, kommt der Hai und verfolgt mich? Ja, er tut's. Ich will ihn jetzt aber gar nicht töten, denn wir verlassen das Ding hier gleich wieder, Anker lichten, lassen uns einfach mal ein bisschen treiben. Mehr brauchen wir hier nicht. Wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Wir sind, haben hier ein paar neue Dinge. Stirnlampe und den Recycler. Mal gucken. Recycler können wir schon. Oh, ein Fortschritt. Fortgeschrittenes Sammelnetz. Fängt automatisch Gegenstände auf, die hineinschwingen, kann mehr Objekte erhalten als ein einfaches Sammelnetz. Titanbarren. Okay, Titan ist noch sehr weit weg. Also im Early Access Spiel war der erste Titan, das man finden konnte, war bei Tangaroa. Bis dahin haben wir jetzt noch Wasagatan. Ich dachte immer Wasagrande, aber Wasagatan heißt das Ding ja. Dann kommen Balboa, dann kommt Caravan Town und dann kommt erst, wie hieß es nochmal, Tangaroa. Und erst da habe ich das erste Mal Titan geholt. Also die können wir schon lange nicht machen. So, hier brauchen wir eine Batterie. Oh, eine war doch schon leer. Ja. Und die Stirnlampe, die brauchen wir ja fürs Schiffchen. Bis Radio Tower. Ja, eine erforschen. Lernen, wunderbar. So, Bienen. Bienen können wir auch noch nicht. Honigwabe finde ich, glaube ich, auch erst auf Balboa zum ersten Mal. Aber dann lassen wir uns jetzt ein bisschen treiben. Dann können wir nebenbei noch ein bisschen das Ding hier ausbauen. Ich könnte mal wieder was kochen. Das, Pilzomelette. Zwei Eier, ein Pilz, eine Kartoffel. Und das machen wir kurz. So, ein Pilz. Zwei Eier und eine Kartoffel. So. So, dann kochen wir schön und können wir hier noch was braten. Ja komm, wir braten uns noch kurz zwei Highsteaks. Das vierte, das schmeißen wir hier rein. Ein paar Fische habe ich. Ich habe ja gefischt und dann laden wir einfach mal kurz aus. So. Lass dich das raus. Die Pläne, die brauche ich nicht mehr. Oh,
Kokosnusshähnchen. Ah, neues Rezept, das ist gut. Ah, Moment, bevor wir hier Zeit verschwenden. Moment, hier haben wir 29. Oh, ich hab Lust. Ja, dann trink halt was. So, ja, noch ein bisschen Metall. Und noch nie genügend haben. So, ein neues Rezept, das hängen wir natürlich gleich auf. Kokosnusshähnchen. An sich kenne ich es schon, aber hier habe ich es noch nicht in dem Spielstand. So, das können wir eigentlich auch machen. Pilze haben wir da. Und dann haben wir noch ein Smoothie. Ja, so ein Smoothie-Dinger habe ich doch auch. Könnte ich eigentlich auch schon machen. So, die Pläne werde ich jetzt gleich fröhlich hier hinten über Bord werfen, denn die braucht kein Mensch mehr. Wunderbar. So, dann sammeln wir mal kurz ein. Wunderbar. Hier auch noch was drin. Nein, hier ist nichts drin. Was haben wir denn? Oh, ein Geschenk. Wir können ein Stuhl, also so ein Barhocker ist das, glaube ich, eher. Wunderbar. Holz, genau. Holz brauche ich viel. 40 Holz habe ich schon, das ist schön. Moment, ich könnte eigentlich auch mal den Haikopf noch rausschmeißen. Den brauche ich nicht mit mir rumtragen. Genauso wenig wie das Zeug. War da ein Speer irgendwo mit drin? Okay, eine Kiste natürlich, das könnte sein. Das könnte sein. Ja, raus mit dir. War nichts angepflanzt. Dann machen wir das mal. Ich habe sehr wenig Rüben. Anders. Wunderbar. Sehr schön. Läuft, alles klar. Das ist auch schon wieder durchgebacken. So, hier hängt auch schon wieder sehr viel drin. Sehr schön, sehr schön. Das hier haben wir alles gut gebrauchen, um unser Boot weiter auszubauen. Um ein Dach hier oben drauf zu machen und schlussendlich die Tiere nach oben zu verfrachten. So, Essen ist fertig. Nein, warte, ich brauche glaube ich nur einen hier mehr. Jo. Nur eine Schale nötig. Wobei Hunger habe ich natürlich. Ist nichts fertig. Wo sind eigentlich die ganzen gegrillten Sachen hin? Ich gar keine. Eine große Insel ist da vorne. Wollen wir die ansteuern? Oder will ich mich treiben lassen? Das ist eine gute Frage. Noch könnte ich abbiegen, aber ich glaube, ich lasse mich erstmal treiben. Ein bisschen Ressourcen einsammeln und dann gehen wir sowieso relativ schnell zum Boot rüber. Damit ich den Motor bekomme. Der bringt uns dann doch deutlich voran. Material, also Eisen und Co. habe ich jetzt momentan noch genug. Das heißt, ich bin nicht angewiesen, die große Insel hier anzulaufen. Die lassen wir jetzt mal in dem Fall rechts liegen. Aber weiter fleißig, das wollte ich sagen, das Zeug ein. So, wir bauen jetzt nochmal ein. Mhm.
Problem ist, ich weiß, ich habe schon 100 Mal gesagt, ich muss es trotzdem mal wieder loswerden. Die Bretter sind so schnell weg. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe ein paar Decken gebaut, weil es halt die schönen Decken sind. Aber genau was wir natürlich jetzt bauen können, ist diesen schönen Recycler. Und eine Leiterplatte brauche ich dafür. Für eine Leiterplatte brauche ich nochmal zwei Kupferbarren und Kletterpflanzen. Kletter. Dann machen wir das doch. So, eine Leiterplatte hergestellt. Und dann. Safter könnte ich eigentlich auch machen. Das ist mal eins nach dem anderen. Erstmal den Recycler. Ja. Okay. Wunderbar. Der schwört. So, und wo stelle ich. Um Gottes Willen. Wo stelle ich dich? Wo stelle ich dich denn hin? Ah, da hinten ist der Vogel. Also es scheint wohl so umprogrammiert worden zu sein, dass es auf jeden Fall auf jeder großen Insel einen Vogel gibt. Das war, wie gesagt, früher nicht so. Aber wem erzähle ich das? Jeder, der Raft kennt, kennt wahrscheinlich auch das. Wobei, es gibt bestimmt einige, die es nicht im Early Access gespielt haben, sondern erst jetzt. Also es gab auch Zeiten, wo es keinen Vogel gab auf den großen Inseln. So. Planken nachlegen. Wo stelle ich den Recycler hin? Stelle ich den auch hier rein? Eigentlich war früher hier immer noch mein Bett. Aber dadurch, dass es jetzt hier auch noch einen Safter gibt. Ich stelle ihn mal hier hin. Da bleibt er nicht stehen. Wenn die Tiere wechseln, dann mache ich es hier in die Ecke. Requires raw materials. So. Okay. Das finde ich immer schlecht, muss ich gestehen. Auch wenn es nur eine absolute Kleinigkeit ist. Aber wenn ich ein Spiel rausbringe. Aus dem Early Access in den Full Release. Ja. Ja, einen kleinen Moment. Ich muss gerade mal kurz was machen. Moment. Bin in einer Sekunde wieder da. Moment bitte.
So, da bin ich wieder. Falls ihr euch wundert, warum ich raus bin aus dem Spiel, ich wusste nicht, wie lange es dauert. Und wenn das Spiel im Hintergrund weiterläuft, dann verdurste ich irgendwann. Oder verhungere. Das muss ja nicht sein. So. Dann sind wir wieder. Weiter geht's. Ich hab. Man kann auch ja nicht viel in der Flasche drin. Ehrlich gesagt gar nichts. Und mein Wasser ist glaube ich auch noch nicht vollständig gut. Ich könnte eine Ananas oder sowas essen. Moment, ich hab. Doch, da ist was drin. Ich dachte, der Brat war aufgefüllt. Jetzt warten wir halt kurz, bis hier Wasser fertig ist, bevor ich verdurste. So, da kommt schon. So, einmal. Dann erstmal noch ein Hai hatten. Ein Geschenk. Eine Ablage. Sehr viel Dekorationsobjekte. So, hier müssen wir dann auch noch, wenn ich die Reihe voll fertig habe, wie viel Holz habe ich? 33. Klingt viel, ist es aber nicht. Könnte noch ein paar Palmblätter reinschmeißen. Dann kommt hier was raus. Steine kann ich hier rein. Die ganzen Palmblätter. Okay, da muss sehr viel rein, wie sich da was tut. Lass mich weiter treiben, damit ich mehr Material bekomme. Damit wir das Boot ein bisschen ausbauen können. Und wie gesagt, dann geht es dann auch bald rüber aufs Boot. Also in der nächsten Folge sind wir auf jeden Fall auf dem Boot. Wir sind zwar noch nicht bei der halben Stunde, aber mehr wie Material sammeln mache ich jetzt an der Stelle auch nicht mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann denke ich, sind wir schon beim Boot. Ich denke, ich mache einen Cut, sammle jetzt noch ein paar Materialien und dann sehen wir uns dann auf dem Boot wieder. Oder kurz vor dem Boot. Also, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.